Weiter geht's mit dem kleinen Ausflug nach Metropolis in Suicide Squad, Kill the Justice League, hier in der PC-Version. Und jetzt geht's runter hier mit... Ist das... Das ist Deadshot, ne? Der andere war Deathstroke, den sie angesprochen haben. Ich will nichts Negatives darüber hören. Die Energie eines Objekts in Bewegung ist... Nichts Negatives. Was ist das denn? Ist das etwa ein Alien? Ich nehme an, das gehört zur Aktivierung des Transpon. Fall sterbe ich neben dem Stahlpickel. Bereit machen! Wie bereit machen? Erschießt die verdammten Dinger! Was zum Teufel sind diese Viecher? Warum riechen sie so? Zieht eure Waffen! Seht ihr? Deshalb fährt man niemals nach Metropolis. Warum hat der da so ein rotes Icon über dem Kopf? Der auch. Ah! Das sind wahrscheinlich irgendwie Spezialfähigkeiten, weil der hat jetzt hier irgendwas in Brand gesteckt. Vielleicht hat einer von meinen Truppen schon irgendwie eine besondere Waffe. Weil die brennen jetzt hier auch. Oder was hat das zu bedeuten? Warte mal, ich habe ja... Zack. Also der brennt. Das löse ich selber aus, oder? Mit diesem toten Kopf drüber. Ich muss, glaube ich... Warte mal, wie war das? Das ist, glaube ich, das hier, Black Mask Kugelhagel. Das ist eine berüchtigte Waffe. Und wenn man jeder Feind, der von der Schusswaffe getroffen wird, erhält Black Masks Zeichen. Black Masks Zeichen auf 3 verschiedene Feinde in 9 Sekunden anzuwenden, sorgt dafür, dass alle gekennzeichneten Feinde eine feurige Explosion auslösen, die nahestehende Feinde verbrennt. Also das ist schon irgendwie eine Spezialfähigkeit von dem, die der drauf hat. Und okay. Und Harley hat das auch. Und weil ich ihr diese Waffe gegeben habe, beziehungsweise sie die selber sich genommen hat, löst die das auch aus. Also ich sehe sowohl von mir als auch von Harley wahrscheinlich die Effekte. Die anderen haben noch normale Waffen. Also man hat jeweils immer 2 Schusswaffen und eine Nahkampfwaffe dabei. Gucken wir das mal aus. Aber kann ich irgendwo dran erkennen? Ich irgendwo noch erkennen, ob das meine Spezialeffekte sind oder die von Harley. Es ist Green Lantern, der uns zur Hilfe kommt. Scheiße. Ihr lila Deppen! Jetzt steckt ihr in der Scheiße! Green Lantern wird... Green Lantern! Toll! Hey, dein Gesichtsausdruck ist immer so... Bla? Dasselbe wollte ich dich auch schon fragen, Quinn. Warte. Lloyd Larkin? Irgendwer muss mal in Arkham die Sicherheit checken. Oh, wisst ihr was? Ich schaue mich gerade für Brainiac um. Gehen wir ein Stück. Sieh mal an, die Widerständler können uns nichts. Brainiac sagt es... Du sagst immer Brainiac, als wäre er eine große Nummer, aber ich glaub nicht dran. Brainiac bringt endlich Ordnung in diese Welt. Er macht sie zu seiner Heimat. All das wird bald der neue Planet Kolu. Das war die letzten 3 Wochen meine Mission. Und freie Metawesen zu schnappen. Wenn ich euch sehe, sehe ich kein Potenzial. Wir setzen euch schon irgendwie ein. Los. Mr. Lantern, Sir, ich... ich bin kein Meta. Könnte ich... Psst! Seht euch das hier an. Pass jetzt auf, Lloyd. Kann ich gehen? Bitte! Mach es weg! Mach es weg! Ist echt scheußlich. Aber wenn man erstmal verbessert ist, will man es nicht mehr missen. Fantastisch!
kommt endlich ein bisschen Erklärung. Oh, suchst nach Überlebenden. Um Brainiacs Armee zu verstärken. Shark hat's kapiert. 8 Millionen sind schon durch. Diese Freaks respektieren das Kriegsrecht nicht. Wir sollten jetzt zu Brainiac. Bereit für den Schritt? Lantern, zuerst verpasse ich diesem Brainiac 2 Kugeln. Und dann bist du dran. Ja? Vielleicht sag ich ihm, da waren nur 3 Meters. Und eine Leiche. Zerstücke. Flash! Brainiac fragt sich, wie du vom Schiff gekommen bist. Mein Geheimnis. Die League lässt niemanden zurück. Wir kriegen dich hin, Kumpel. Weißt du, genau das wollte ich auch sagen. Waller, brauchen Unterstützung. Green Lantern. Du hast uns zu Zielscheiben gemacht, Waller. Green Lantern hätte uns umgebracht, wäre Flash nicht gekommen. Flash ist am Leben? Und noch ein Mensch? Er warf Lantern mit 1 Million Meilen pro Stunde vom Dach. Ihr müsst bereit sein, ihn herzubringen. Macht erstmal eine Aufklärungsroute. Den Rest erfahrt ihr später. Ihr seid hinter feindlichen Linien im besetzten Metropolis. Vielleicht der gefährlichste Ort der Erde. Menschen sind hier nicht willkommen. Klingt wie Gotham. Dieser Brainiac sichert die Stadt mit seiner verdorbenen Armee. Soldaten, Panzer, Drohnen, Patrouillen. Da ist doch ein Riesenraumschiff, das mehr von denen her teleportiert. Seht ihr das? Ich weiß, dass ihr Bewegungsausrüstung geklaut habt. Mit ihr könnt ihr die Straßen meiden. So, genau. Also man kann sich jetzt hier mal ein bisschen umschauen. Und sieht auf jeden Fall jede Menge Justice League-Figuren überall rumstehen. Hier Superman. Hier sind wir auf dem Schild von Wonder Woman. Da unten Superman Graffiti. Ich glaube, da vorne ist auch der. Genau. Da. Hier ist Batman-Maske. Jetzt nett gemacht. Hier drüben. Ah, genau. Jetzt haben wir diese Spezialfähigkeit mal ausgelöst. Also, man muss halt 3 hintereinander dann treffen und dann gibt es eine Feuerexplosion. War es das? So. Und hier ist noch der Flash. Man muss jetzt nicht unbedingt, aber man kann, wenn man will, hier diese so kleinen Gegnerbegegnungen zwischendurch machen. Und wenn man das Fußvolk erledigt hat, dann kann man auch tatsächlich die Waffen angreifen. Hier haben wir so ein bisschen kritische Stellen dran. Ja, irgendwo da unten, da sind sie. Noch irgendwo einer. Gute Nacht. So. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Können wir uns unten mal kurz umschauen. Das meinte ich übrigens mit den, was so Reflexionen angeht. Also zum Beispiel jetzt hier solche Sachen, das reflektiert zum Beispiel auch nicht doll, wenn man Raytracing anmacht. Also da gewinnt man nicht allzu viel, von daher lohnt sich das kaum. So leid es mir tut. Ich bin eigentlich ein großer, wie gesagt, großer Fan davon, aber hier, es macht eigentlich gar keinen Unterschied, wenn man es anhat. Also die Performance kann man sich tatsächlich ein bisschen sparen. Aber das Design von manchen so kleinen Sachen, das hat ja, also so diese Mischung aus Modernem und dann aber auch doch immer wieder so 50s Callback vom Design her, das fand ich schon in Arkham Knight ganz cool. Mit diesem Diner da am Anfang, das haben sie hier auch wieder aufgegriffen. Aber die Stadt ist, größtenteils leer. Hier sind halt entweder sind die Opfer zu Asche geworden oder verwandelt worden. Man hat es ja schon gehört, 8 Millionen hat es schon erwischt. Ich glaube zum Beispiel, dass auch, also ich glaube so Gangster-Squads in dem Sinne, wie jetzt in Arkham Knight, sowas ist auch nicht, läuft jetzt hier auch nicht so rum. Das sind halt dann die reinen Gegner-Squads. Aber
es gibt, glaube ich, steuerbare Fahrzeuge. Weil es gibt in der Steuerübersicht wiederum gibt es Tastenbelegungen für Fahrzeuge. Also irgendwas in die Richtung könnte tatsächlich noch kommen. Ich bin gespannt, wo man da überall dann rein kann. Kümmern wir uns erstmal um die Hauptmission. Was hat dadurch halt sehr so ein Geisterstadt-Vibe. Ah, da. Green Lantern Ring. Das meine ich mit diesem Design. Dieses, ja, ein bisschen Retro-Sci-Fi-Design. Wie mit diesen Zügen. Das ist ziemlich cool. Also diese Tentakelarme, die beamen tatsächlich sichtbar die Truppen wieder rein. Ist eigentlich eine ganz nette Respawn-Funktion, dass man das tatsächlich dann so sehen kann. Oh, sogar mal ein Panzer. Funktioniert das mit den... Ah, da, guck mal, das gilt zum Beispiel jetzt nicht beim Panzer mit den Schwachstellen. Also, wenn ich die Schwachstellen treffe, das hilft mir jetzt nichts. Aber ich habe diesen Gegenschuss. Die Panzer können aber, glaube ich, auch durch Häuser durchschießen. Zack, weg damit. Bis jetzt geht es auch noch, was den Schaden angeht. Und mal schauen, wie das dann nach und nach skaliert. So, wann ich dann auch ohne Bildschirmanzeigen mitkriege, okay, jetzt komme ich gar nicht mehr vorwärts an den Gegnern. Mal gucken. Ich kann mal kurz die Zahlen anmachen. Also die Leistungswerte. Ja, manchmal geht da ein bisschen unter die 60 FPS. Aber im Großen und Ganzen ist eigentlich relativ stabil. Zumindest ohne Raytracing. Mit kann ich es nicht unbedingt empfehlen. Da bricht es teilweise schon so auf. Manchmal auch bis zu 40 Bilder runter. Das sind keine Menschen. Laut DEO-Wissenschaftlern sind das anorganische Rückstände eines Massenenergietransfers. Brainiac hat sich 99% der Bevölkerung genommen. Jetzt räumt er auf. Das letzte Prozent fliegt Touristenklasse statt Massenenergietransfer? Findest du das lustig? Sie werden zum Wehrdienst zusammengetrieben. Sollten wir nicht etwas tun? Haben wir versucht. Das sind Unschuldige da oben. Bisher haben alle Abfangversuche zur Flucht der Drohnen geführt. Setz die Aufklärung fort. Ja, so viele zu retten scheint es in der Stadt gar nicht zu geben. Ach hier, Moulin Rouge. Ich liebe das Musical, Moulin Rouge. Wo ist mein Lieblingsmusical? Ich weiß nicht mehr. Aber also ich finde es echt geil. Wir waren letztens in Köln, letztes Jahr war es, glaube ich, schon. Ja gut, das Jahr ist ja auch noch nicht so alt. Und haben uns das Musical in Köln angeschaut. Das war richtig, richtig geil. Also kann ich echt empfehlen. Wenn ihr mit sowas was anfangen könnt, kann ich total empfehlen. Soll das so ein bisschen so der Eiffelturm sein? Das scheint völlig egal zu sein, wie weit die auseinander sind. Die Gegner, die das Paragon-Kotz drauf haben. Feuerexplosion wird trotzdem ausgelöst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Panzer
auch anschießen würde, würde es trotzdem bei allen drei die Feuerexplosion geben. Ah ne, das ist der Gotham Tower. Oh, da haben wir aber schon ein bisschen beim am Eiffel Tower nachgeschaut, oder? Centennial Park? Also wenn man sich mit DC sehr doll auskennt, was ich jetzt nicht allzu doll tue, dann kann man hier wahrscheinlich unglaublich viel Kram wiederentdecken. Was das angeht, haben sie sich wirklich gut bedient. Sehr europäisch, aber keine Spur von Flash. Moment, wir suchen nach Flash? Ich kann Flash finden. Sprich weiter. Ich bin sensibel, was die Speedforce angeht. Und ich habe einen Sensor in diesem Handschuh. Gut, es könnte sich lohnen, euch leben zu lassen. Captain Boomerang hat die Führung. Rettet Flash. Waller, Ende. Haha, hört ihr? Ab sofort nennt ihr mich wohl besser Captain Boomerang. Los geht's. Der Handschuh führt uns direkt zu ihm. Also, wenn wir in die richtige Richtung gehen. Lasst die Zahlen weiter runtergehen. Dann gehört der Flitzer so gut wie uns. Aber der... hieß der nicht vorher schon Captain Boomerang? Ja, so jetzt in die richtige Richtung. Da lang. Auch ganz nett, sie haben das hier ähnlich wie bei Spider-Man auch, dass man die Zimmer... Also nach Arkham befördert, Ballermann. Du hast es erraten, ne? Ich bin ausgebildete Psychiaterin. Das war ganz klar Projektion. Hör zu, nimm's nicht so schwer. Es geht nicht um mich. Einige von uns haben noch Verwandte da draußen. Deine Gefühle sind berechtigt. Bei den Fenstern, also man sieht hier, dass da quasi Räume dahinter sind. Das sind keine wirklichen 3D-Räume, das ist nur so eine Art Projektionsparallax. Parallax irgendwas heißt das. Ich vergesse den Namen davon immer. Aber mag ich total gern, wenn das ein Spiel mit drin ist. Das ist jetzt in den letzten Jahren immer mehr zum Standard geworden. Und passt natürlich für solche 3D-Spiele total. Das war eines der wenigen coolen neuen Features in der GTA Definitive Edition. Neben der dynamischen Beleuchtung. In welche Richtung geht's denn da lang? Das tue ich. Hör zu, Australier. Mir ist egal, wie oft Flash dich vor laufenden Kameras verhöhnt hat. Wir holen ihn. Rose City Liquid. Also gerne mit den Pop-Aufstellern hier. Vorhin standen schon Batman-Pop-Aufsteller irgendwo rum. Hier sind auch die die Luftballons. Ist auch irgendwie crazy, dass man das heutzutage in so einer Open World alles kaputt schießen kann. Also, Captain Loserang ist unsere einzige Spur. Leute, ich höre euch. Und jetzt ist der Captain. Oh nein, ich hab meins vergessen. Aber wo lang denn? Da lang. Also gut, Boomerang. Sagen wir finden Flash. Wie bremsen wir ihn? Er schießt Flash, hat sich auf dem Dach versteckt. Ein schlechter Lad Kelly. Nett von ihm und Feinde übrig. Also, mein Kalender ist leer. Was bedeuten eigentlich diese drei Plusse unter meinem Lebensbalken oben links? Weil das ganz oben sind die Schilder, aber was sind diese drei Pluszeichen? Ich kann es spüren, verdammt. Ah, eklig. Nicht mitbekommen? Große Invasion! Verbrechen pausiert. Los, versteckt euch. Komm schon, Flash. Du machst daraus eine Riesensache. Habt ihr schon Flash? Tut mir leid, Lady. Er ist gerade ganz schön beschäftigt mit einem riesigen Green Lantern. Flash, hör
Hör zu, du hast dich in Brainiac echt getäuscht. Komm zurück zum Schädel. Ich weiß nicht, Mann. Schädelschiff? Hört sich für mich ziemlich böse an. Das finde ich ganz cool, dass man tatsächlich rumlaufen kann und das beobachten kann, egal von wo. Dass es nicht automatisch auch eine Cutscene sein muss. Das war da drüben. Das ist ja hier vorne. Wo ist er? Da unten ist er irgendwo. Da ist er. Ui. Wie erwartet. Flash hat auf ganzer Linie versagt. Und warum reiten wir ihm das nicht schön unter die Nase, Boomerang? Ja. Ja. Finden wir den Mistkerl. Und seine Nase. So, jetzt müssen wir wieder die Strecke finden. Ich lege mich jetzt mal nicht so viel mit den ganzen anderen Truppen an, sondern versuche mal ein bisschen auf dem Weg der Hauptmission zu bleiben. Aber das weiß ich auch noch aus der Beta. So, die Inszenierung der Hauptmission war echt cool. Also da waren, glaube ich, zwei so richtig große Hauptmissionen dabei. Wobei das ein bisschen täuschen kann. In der Missionsauswahlübersicht sind die kleinteiliger. Aber auf mich wirkte es wie so zwei Missionen, weil auf jeden Fall war diese... War eine zweite Mission dabei, wo man in einem sehr coolen Gotham-Museum ist. Noch leben? Klar! Man kann viel Blut verlieren und trotzdem leben. Natürlich! Zu viel Blut im Körper ist auch nicht... Was hochgeht? Hat jemand etwa... Hey, nette Frisur, Boomer! Boss Flash. Und wo ist der Flash jetzt, du Genie? Verschwende nicht unsere Zeit. Oh, ihr Kleingläubigen. Wisst ihr, der Flash ist ein Feigling. Wenn er einen Typen wie mich auch nur kommen sieht. Schlottern ihm gehörig die Knie. Schlottern schneller als das Licht. Ja. Glaubst du, dein atomarer Vibrationsquatsch beeindruckt mich, Mann? Green Lantern hat dich echt vermöbelt, nicht wahr? Ich schulde ihm ein Bier, den elenden Kopf. Kauf Lantern ein Bier, nachdem ich ihn platt gemacht habe. Hey, hier geht's um mich und Flash. Such dir einen eigenen Moment, okay? Ich glaube, es geht hier eher um... Jungs? Waller, hier wird's brenzlig. Flash will zurückbleiben und sie abwehren. Toller Typ. Wenn sie kriegen, töte ich euch persönlich. Wisst ihr, ich glaube, ich mag sie nicht. Waffen bereit, Leute. Okay, pass auf, wechseln wir mal. Ich wollte den Charakter wechseln. Achso, während der... Achso, während der Mission nicht möglich. Okay. Grundsätzlich nicht. Ich hab die doch mal gewechselt. Aber woran merke ich dann, wenn ich in so einer Mission drin bin? Soll ich jetzt was machen? Achso, ich soll auf den. Okay, ich soll den wegballern. Ups.
gesehen? Ne, immer noch nicht. Jetzt wiederum bräuchte ich die Map für den letzten Gegner. Aber er kommt ja eh auf mich zu. Aber das? Gute Nacht. Ist übrigens cool, dass das Wetter umschlagen kann. Tag-Nacht-Wechsel müsste es eigentlich auch geben. Schlimmster Drecksfilm, in dem ich je war. Es gab Überlebende. Sie sind geflohen vor kurzem. Und haben Snacks hinterlassen. Sie hatten den richtigen Riecher. Finden wir einen anderen Ausgang. Bester Drecksfilm, in dem ich je war. Oh, shit! Diese Tür wird nicht standhalten. Verbarrikadieren wir sie. Du bleibst schön hier, Kumpel. Siehst du das hier? Ich hatte viel Zeit, darüber nachzudenken, wie ich dich damit töten werde. Du gehörst jetzt mir und ich erwarte deine Welt voller... Ach, shit. What the fuck? Ein kleines bisschen unterhalten. Psst, ich sagte, psst. Hört ihr das? Keine Freaks mehr. Irgendwas hat sie verjagt. Bitte, hilf mir! Hey, Bruce! Hockst immer noch in den Schatten, um Kriminelle zu erschrecken, was? Keine Sorge, Batman tötet niemanden. Ups. Geht's Ihnen gut? Drohne kaputt, Wurfhaken kaputt. Bats hat seinen Störsender eingesetzt. Wo seid ihr? Flash in die Halle der Gerechtigkeit zu bringen hat Priorität. Das ist aber nicht meine Priorität. Na los, Leute, zum Ausgang. Ah ja, wunderbar. Jetzt sind wir in der Mission, in der Museumsmission. Ich würde sagen, das ist ein guter Punkt, um ein Päuschen zu machen. Und dann schauen wir uns das Museum in der nächsten Folge an. Das war echt cool in der Beta. Also, gespannt. Oh,